Genau. Herzlich willkommen an Sie. Herzlich willkommen an unsere beiden Bundestagsabgeordneten Jamila Schäfer und Leon Eckert, beide aus Bayern. Sie werden auch selber noch kurz was sagen und sich auch näher vorstellen, dass ich nicht so lange labere am Anfang. Ich habe schon viel Zeit gestohlen. Es ist 18:36 Uhr. Nein, nicht ich habe gestohlen, sondern die Bahn hat uns einen pünktlichen Beginn gestohlen, weil ich eben zur Tür reingehetzt bin, noch verschwitzt und abgehetzt mit über einer Stunde Verspätung im Münchner S-Bahn-Verkehr. Ich verspreche, ich werde nie wieder ein Webinar Warten auf die Bahn nennen. Da bin ich jetzt gerade selber Opfer des Titels geworden. Ich werde das nächste Webinar nennen, pünktlich mit der Eisenbahn. Und dann bin ich hoffentlich auch pünktlich da. Nomen est omen. Genau. Ich will nicht, wie gesagt, nicht lange labern. Mein Name ist Markus Büchler, wer mich noch nicht kennt, Landtagsabgeordneter seit 6 Jahren, 5,5 Jahren zuständig im Bayerischen Landtag für die Mobilitätspolitik der Grünen, mit einem besonderen Faible für öffentliche Verkehrsmittel und Eisenbahn als nicht autofahrender Mensch. Oder selten, Entschuldigung, also ich übertreibe, selten, hast du, der Grüne lügt, selten autofahrende Mensch. Genau, und auch leidender unter dem Zustand der Eisenbahn und dem schnellen Verfall der Eisenbahn, wie ich ihn in den letzten Jahren, wie wir alle ihn in den letzten Jahren erleben. Umso mehr freut es mich, dass wir uns heute Abend dem Zustand und den Perspektiven auch und den Handlungsmöglichkeiten für das Eisenbahnsystem beschäftigen können. Wie gesagt, ich bin Landespolitiker. Wir haben in Bayern ein hohes Interesse an einer funktionierenden Infrastruktur, weil Bayern den Nahverkehr bestellt, so wie die anderen Bundesländer auch. Die Schieneninfrastruktur gehört aber zum überwältigenden Teil der Deutschen Bahn und ein paar im Nebenbei, ein paar privaten, nicht bundeseigenen Eisenbahnen, aber im Wesentlichen gehört es dem Bund. Und deswegen ist es ideal, glaube ich, in der Besetzung hier. Ich habe in meiner Webinarreihe sozusagen eingeladen. Wir haben aber die zwei Bundestagsabgeordneten da, die mit uns sprechen und eben sich ebenfalls sehr für Eisenbahn interessieren und engagieren. Und vor allem Sie, Herr Professor Böttger von der HTW Berlin. Ich glaube, also ganz groß muss ich Sie nicht vorstellen. Sie sind, glaube ich, ein richtiger Promi in der Szene. Und in der Szene hier haben wir tatsächlich sehr viele Fachleute und Promis aus den verschiedensten Bereichen. Also ich nenne nur die Organisationen, weil Spedis, ProBahn, VCD, ADFC, MVV mit dem Geschäftsführer Herrn Dr. Bernd Rosenbusch. Ich glaube, Sie darf ich nennen, namentlich auch datenschutztechnisch. Wir haben Fachleute, die sich mit Bahnreaktivierungen in verschiedenen Teilen Bayerns beschäftigen. Wir haben die Initiative Bahn zum Berg vertreten, die öffentlichen Verkehrsmittel bewirbt für die Anreise in die Alpen im Tourismusverkehr. Wir haben aus Wien sogar einen Gast, der sich zugeschaltet hat und sehr engagiert für die Eisenbahn. Und von Greenpeace, von GRIPS, unserer kommunalpolitischen Vereinigung und auch von der Studierendenvertretung und Universität Leute da. Also da sehr, sehr viele Fachleute. Und deswegen werden die, glaube ich, alle Sie kennen, Herr Professor Böttger. Mir sind Sie, glaube ich, zum ersten Mal im Fernsehen aufgefallen mit sehr klaren und sehr deutlichen Worten. Das mag ich persönlich. Das ist genau mein Geschmack. Auch wenn man vielleicht einmal unterschiedlicher Auffassung ist, aber dann kann man reden, und zwar Klartext und geradeaus. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig auf Ihren Input. Und wenn Sie bereit sind, würde ich hiermit gleich an Sie. Ach nee, wir hatten es ja gedreht, gell? Haha. Wir hatten das ja gedreht. Zunächst an die beiden aus dem Bundestag übergeben, an Jamila und Leon für kurze Input-Statements aus politischer Sicht und dann zu dem Hauptevent, zu ihrem Vortrag und im Anschluss dann die Diskussion, die ich moderieren darf, ohne weiter zu labern. Bitte schön, Jamila. Genau, wir hatten uns das so aufgeteilt. Also auch erstmal Hallo in die Runde. Mein Name ist Jamila Schäfer. Ich bin für den Münchner Süden Mitglied des Bundestages und auch Mitglied im Haushaltsausschuss. Und deswegen würde ich gleich ganz viel zum Thema Finanzierungsfragen sagen, weil natürlich ganz viel Probleme der Bahn auch an ja, Investitionsproblemen hängt. Zunächst würde aber mein Kollege Leon Eckert, und ich freue mich auch sehr, dass du da bist, weil du der Einzige in unserer Landesgruppe bist, der auch im Verkehrsausschuss sitzt, nochmal allgemein zu den ganzen Infrastrukturproblemen was sagen. Und dann wechseln wir uns da einmal sozusagen ab, sodass ich dann übernehme für den finanzpolitischen Teil. Und es wäre toll, das ist vielleicht an Markus Team gerichtet, wenn ihr jetzt die Präsentation einmal aufrufen würdet, die wir vorbereitet haben, weil um das ein bisschen ja, schöner zu machen, haben wir auch eine Präsentation mitgebracht. Dann übergebe ich mal an dich, Leon.
Ja, vielen lieben Dank. Also hallo auch von mir, Leon Eckert. Als guter Betriebswirt haben wir natürlich eine Vorstellungsfolie auch gemacht. Weiß nicht, ob wir die noch dann gleich überspringen. Ich komme aus Eching, das ist nördlich von München und vertrete den Wahlkreis Weisingen-Pfaffenhofen, Schrobenhausen, die schöne Hallertau. Und ich nehme das Verkehrsministerium von zwei Seiten in die Zange. Einmal als Mitglied im Verkehrsausschuss, aber auch als Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses. Bin da zuständig fürs Verkehrsministerium und ja, mache da die Mittelverwendungskontrolle. Und der Rechnungsprüfungsausschuss, der macht jetzt nicht so Belegprüfungen wie in der kleinen Gemeinde, sondern der guckt sich die Projekte an, was ist falsch gelaufen an der Mittelverwendung und versucht dann Learnings für die Zukunft zu machen, also auch für die Steuerung der Bahn eigentlich ein sehr spannender Blickwinkel. Dann werde ich jetzt einmal ganz kurz nochmal grundsätzlich einleiten, wieso wir Grünen ein sehr, sehr großes Interesse daran haben, dass die Bahn funktioniert, und danach zwei kleinere Punkte machen, woran ich arbeite, bevor ich dann an Jamila gebe, um die große Frage zu klären, wie finanzieren wir das eigentlich alles? Die Bahn ist einer der klimaverträglichen Verkehrssysteme, und wir wollen eben die Leistung dort ordentlich ausbauen. Und wir wissen es alle, die Verkehrsminister der Vergangenheit von der CSU besonders haben einfach die Prioritäten woanders gesetzt. Und das kann man eigentlich auch ganz gut sehen, wenn man die nächste Folie anguckt. Dann sieht man, dass in die Bahn wenig investiert worden ist, aber eben auch generell der Staat wenig investiert hat. Und das sehen wir dann an ganz vielen Ecken und Enden. Wir hatten ja jetzt erst die Folge von Jan Böhmermann über die bröselnden Brücken. Das klingt dann so lustig, aber in der Realität ist das natürlich extreme Lärmbelästigung dann für die Bürgerinnen und Bürger, wo die Ausweichverkehre hinführen. Und das sehen wir überall in der Bundesrepublik, dass dort die Infrastruktur bröselt. Bei der Bahn, wenn ihr die nächste Folie gleich macht, auch hier nochmal die Investitionsschwierigkeit oder Rückfahrt, den wir die letzten 20 Jahre haben. Und wenn man jetzt die nächste Folie macht, dann sieht man das eigentlich ganz gut in der Bahn. Ja. Wir haben im Vergleich zu den anderen Ländern deutlich weniger Investitionen in unsere Schieneninfrastruktur. Und ich glaube, das schönste Zeichen, oder symbolisch, ist eigentlich die Schweizer Eisenbahn, die ja nicht mehr auf den deutschen ICE wartet, weil dann der Takt der Schweizer Eisenbahn durcheinander gebracht wird. Da sieht man eigentlich das ganze Dilemma. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist das einfach, dass der Fokus der Schweizer eben deutlich stärker im Infrastrukturunterhalt und Investitionen ist und das dann eben auch so dann am Ende sich auswirkt. Wenn du auf die nächste Folie gehst, dann sieht man, welche Zahlen und welche Summen wir brauchen und worüber wir reden. 90 Milliarden bis 27, das ist eine Riesenstange Geld. Also das ist sehr, sehr viel. Es gab auch schon Erfolge. Die jetzigen Haushalte haben so viel Geld für die Bahn drin wie schon lange nicht, noch nie. Wir hatten auch noch mehr bis zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds. Da sind dann wieder Gelder, die eingeplant waren für die Bahn, auch wieder rausgekommen, sodass wir jetzt bei circa 30 Milliarden sind. Das ist, ich glaube, das merkt ihr alle, noch eine ganz schöne Lücke, um die 90 zu schaffen. Und ja, aber es ist mal deutlich mehr da. Also das ist das Ziel und da müssen wir hin. Und jetzt kommen zwei Punkte von mir, was wir sicher auch gleich nochmal vertiefen werden. Auf der nächsten Folie habe ich einmal aufgestellt, dass wir bei der Deutschen Bahn natürlich nicht nur Geld brauchen, sondern auch noch andere Probleme haben. Gerade dadurch, dass man in der Deutschen Bahn als einem gewinnorientierten Unternehmen mit vielen Tochtergesellschaften oft Anreize hatte, Dinge einzusparen, die dem Gesamtkonzern oder dem Gemeinwohl dann geschadet haben. Ein ganz gutes Beispiel ist eigentlich die Abschaffung des Winterdienstes durch die Deutsche Bahn, weil sich das in der Binnenlogik nicht gerechnet hat, aber natürlich zu enormen Problemen geführt hat, wenn dann wirklich mal Schnee gefallen ist. Und das kommt ja in der Bundesrepublik durchaus noch vor.
Und solche Dinge hat der Rechnungshof eigentlich in vielen Vorgängen auch immer wieder angemahnt und gezeigt. Wir haben ja jetzt auch groß diskutiert über das Anreizsystem der Vergütung von den Vorständen, dass man Boni bekommen hat, obwohl die Pünktlichkeit dermaßen abgesackt ist, weil eben andere Faktoren gut erfüllt worden sind. Und deswegen mahnt der Rechnungsprüfungsausschuss an, auch wenn wir jetzt nicht die ganze Summe haben, aber es geht sehr, sehr viel Geld jetzt in die Deutsche Bahn. Und da brauchen wir eine deutlich bessere Kontrolle auch in der Mittelverwendung, damit dort sichergestellt ist, dass die Infrastruktur auch gemeinwohlorientiert ausgebaut wird und da nicht diese Logiken, die es ja immer noch gibt, auch wenn wir die InfraGo jetzt ein bisschen abgespalten haben, da keine gute Verwendung der Mittel verhindert. Und wir, auf der nächsten Folie noch ein zweites Problem, was wir auch im Rechnungsprüfungsausschuss immer wieder haben, ist die Frage, wie man mit dem jährlichen Haushalt und Investitionsunsicherheiten umgeht. Das ganz abstrakte Problem ist einfach, wenn ich große Schwankungen habe, dann habe ich entweder nicht das Personal, um die Sachen abzurufen die Mittel, oder die Leute werden generell nicht das Personal und die Maschinen im Voraus organisieren, weil sie nicht diese Sicherheit haben. Da hat der Wissing ja auch einen Fonds ins Spiel gebracht. Es gibt da verschiedene Lösungen, wie man das abfedert oder sogar entkoppelt durch einen Fonds oder durch eine Finanzierungsgesellschaft. Und da, glaube ich, müssen wir auch ordentlich drüber sprechen. Einfach um diese Schwankungen im Kapazitätserhalt und in Investitionen zu reduzieren und langfristiges Investieren besser zu ermöglichen und dabei immer zu beachten, dass auch wenn man da so eine Auslagerung macht oder so eine Verschachtelung, dass dann Kontrolle schwieriger wird. Also dann nicht naiv sein, sondern mit selbstbewusster Kontrolle einfach reingehen und immer im Hinterkopf haben, dass natürlich solche Vorhaben auch genutzt werden, um Privatisierung voranzutreiben. Und ich denke, die grüne Position ist, dass natürliche Monopole in staatlicher Hand sein sollen. Und das ist natürlich das Schienennetz. Also da von uns eigentlich keine Bereitschaft ist, dann da in diese Richtung zu gehen. Ja, und dann übergebe ich an dich, Jamila, für den Teil, wo kommt eigentlich das ganze Geld her? Ja, genau, das fragen wir uns natürlich im Haushaltsausschuss auch immer. Vor allem, wenn dann natürlich der Bahnvorstand auch mit uns im Gespräch ist, dann ist natürlich ganz häufig, wenn wir über diese ganzen Probleme von Verspätungen, Zugausfällen sprechen, von denen ja alle von uns ein Lied singen können, die öfter mit der Bahn unterwegs sind, dann ist immer ganz oft sozusagen die Aussage, naja, wir haben halt zu wenig investiert in den letzten Jahren und Leon hat es ja auch schon nochmal auf den Punkt gebracht, dass da auf jeden Fall sehr viel dran ist. Gerade wenn man es mit anderen Ländern in den Vergleich setzt, die auch durchaus vergleichbar sind, was ja, ihren Infrastrukturaufwand angeht, so im europäischen Vergleich. Und zum anderen heißt es natürlich für die Zukunft, dass wir viele Investitionsstaus auch abbauen müssen. Genau, und jetzt ist die Frage, wie kriegt man das eigentlich finanziert? Denn wir haben momentan natürlich keine ausreichenden Möglichkeiten, auch in diesen haushalterischen Zeiten, wo wir jetzt auch eine Wirtschaftsflaute haben, natürlich auch dadurch weniger Steuergelder einnehmen, als wenn wir jetzt sozusagen nochmal ein größeres Bruttoinlandsprodukt hätten und eben auch die Verschuldungsmöglichkeiten an dieses Bruttoinlandsprodukt durch die Schuldenbremse geknüpft sind, dann sind einfach die Investitionsmöglichkeiten limitiert. Und es wäre aber ja eigentlich notwendig, zumindest sehen wir Grüne das so und gehen auch immer so in diese Debatten natürlich rein. Wie ihr wisst, haben wir da noch keine Mehrheit in der Regierung bisher zumindest, aber es gibt auf jeden Fall auch eine deutliche Bewegung dorthin, auch in den ökonomischen Debatten, dass es eigentlich notwendig wäre, jetzt auch diese Wirtschaftsflaute durch mehr Infrastrukturinvestitionen zurückzudrängen. Denn natürlich ist es auch immer ein langfristiges Investieren in die Zukunft, wenn wir jetzt Geld in die Hand nehmen, um unsere Infrastruktur nicht auf Verschleiß zu fahren, sondern fit zu machen und zum Beispiel auch das Thema klimaneutraler Verkehr anzugehen, womit wir ja auch auf Dauer Einsparungen treffen, indem wir zum Beispiel eben das Klima schützen und natürlich auch vielen Unternehmen
ermöglichen, eine gute Infrastruktur zu nutzen, was dann halt natürlich auch wieder Ansiedelungsvorteile bringt, etc. Genau. Es ist jetzt ja auch schon so, dass mittlerweile auch eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung dafür ist, mehr kreditfinanzierte Investitionen zu machen und zum Beispiel auch vom Sachverständigenrat der Bundesregierung schon Vorschläge vorgelegt worden sind, wie eine Reform dieser Schuldenbremse aussehen könnte. Ich würde aber vorschlagen, wir gucken uns jetzt erstmal an, wie die aktuelle Schuldenbremse aussieht. Dafür kannst du einmal weiterklicken. Genau, und zwar gibt es diese Regelung ja seit 2009 und es ist eine verfassungsrechtliche Regelung, die tatsächlich eben nach der Finanzkrise oder mit den Diskussionen der Finanzkrise in unserer Gesetzlage gekommen ist. Und das beschränkt eben die Neuverschuldung des Bundes auf maximal 0,35% des Bruttoinlandsprodukts pro Jahr und ermöglicht halt Ausnahmen bei zum Beispiel Naturkatastrophen oder Wirtschaftskrisen. Also man hat da so eine Regelung drin, die sagt, in Fällen, wo sich die sich der Kontrolle des Staates oder der Regierung entziehen, kann man eben eine Ausnahmeregelung machen. Und das haben wir jetzt auch in den letzten Jahren häufiger genutzt. Ihr könnt euch ja zum Beispiel an diese Diskussion rund um Doppelwumms mit der Energiekrise zum Beispiel erinnern oder die Bazooka. Ich zitiere jetzt immer, was Scholz damals so für Begriffe benutzt hat, als die Corona-Pandemie bekämpft wurde mit diesen Wirtschaftshilfen im Wirtschaftsstabilisierungsfonds, wo ja auch kreditfinanziert erstmal ja, Kreditermächtigungen geschaffen wurden, um dann eben eine wirtschaftliche Stabilisierung herzustellen. Man muss auch sagen, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil wir damit die Energiekrise, aber auch die Corona-Krise schon deutlich abfedern konnten. Und natürlich waren es aber immer diese Ausnahmeregelungen, die getroffen worden sind und sind halt jetzt wieder, obwohl wir den Ukraine-Krieg haben, obwohl wir die Infrastruktur, wie Leon das gerade gezeigt hat, massiv auf Verschleiß gefahren haben in den letzten Jahren und eigentlich unser Land resilient jetzt machen müssen, auch was die Infrastruktur angeht, auch aufgrund der Klimakrise, aber auch aufgrund von Sicherheitsbedrohungen, ja, haben wir einfach viel zu wenig Möglichkeiten, Spielräume, gerade ohne diese Notlagen zu ziehen. Da wirklich die notwendigen Investitionen aufzubringen. Genau, und das ist natürlich so, also man kann das auch nochmal gut zusammenfassen. Eigentlich ist ja die Idee der Schuldenbremse keine schlechte, also dass man halt sagt, man will keinen Anreiz haben, dass Politikerinnen und Politiker immer in den Legislaturperioden irgendwie Wahlgeschenke machen, wo dann die anderen Generationen danach das teuer abbezahlen müssen, weil das dann alles sozusagen auf Pump gemacht wird. Was aber die Schuldenbremse in ihrer aktuellen Regelung leider auch schafft, ist dann einen strukturellen Fehlanreiz, die Investitionen nach vorne zu schieben und einfach so lange zu hoffen, dass nichts passiert, bis es irgendwann gar nicht mehr geht. Und das ist natürlich auch nicht generationengerecht, weil natürlich auch marode Infrastruktur sind Schulden. Das muss auch bezahlt werden. Und jetzt können wir noch einmal weiterklicken. Genau, wir könnten zum Beispiel uns jetzt mal die Eisenbahnbrücken in Deutschland angucken. Leon hat schon auf die spannende Folge von dem Neo-Magazin zu dem Thema Autobahnbrücken hingewiesen, aber wir haben auch noch ein Problem bei den Eisenbahnbrücken. Da ist es so, dass die meisten wirklich aus einer Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg noch stammen und manche sogar, also fast die Hälfte sogar älter als 100 Jahre sind. Und weil die halt ganz lange vernachlässigt worden sind, sukzessive zu erneuern, haben wir jetzt viele Brücken, die wirklich ersetzt werden müssen. Und das kostet 7 Milliarden Euro ungefähr geschätzt, was halt viel, viel teurer ist, als wenn man sich rechtzeitig um die Sanierung gekümmert hätte. Das heißt, dass dieser Sparanreiz, den die Schuldenbremse schafft, nicht unbedingt bei diesen Sanierungsfragen dazu führt, dass es billiger wird. Ja, und das ist natürlich auch, Stichwort generationengerechte Finanzpolitik, nicht unbedingt so gut. So, und deswegen ist jetzt zum Beispiel eine Reformoption, die wir auch immer wieder als Grüne diskutiert haben, zu sagen, wir ergänzen die Schuldenbremsenregelung durch eine verbindliche Investitionsregelung, die eben diesen anderen notwendigen Aspekt ergänzt und sagt, wir definieren mal, was sind denn gute kreditfinanzierte Investitionen, die auch einen Mehrwert schaffen. Und die werden dann zum Beispiel rausgerechnet aus der Erfassung der Schuldenbremse. Ja? Das wäre zum Beispiel eine Option. Und jetzt könnte man noch mal auf die nächste Folie gehen.
Genau, es gibt jetzt eben eine ganz konkrete Reformoption, die der Sachverständigenrat, also die Wirtschaftsweisen sozusagen, für diese gesamtwirtschaftliche Entwicklung vorgelegt haben. Was übrigens auch bemerkenswert ist, weil dieser Wirtschaftsrat oder diese Wirtschaftsweisen in dem Sachverständigenrat sich ja auch auf viele, über viele Themen streiten und auch unterschiedliche Denkschulen mitbringen. Aber es ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert, dass die aus so unterschiedlichen Richtungen kommen und alle gemeinsam sich auf eine Reformoption da verständigt haben. Das finde ich, sollte man schon sehr ernst nehmen in der politischen Diskussion. Und die haben eben gesagt, man könnte so eine Übergangsphase schon mal einführen für die unmittelbaren Jahre nach so einer Ausnahmeklausel, die zum Beispiel eben durch einen Krieg oder durch eine Energiekrise oder eine ja, Corona-Pandemie beispielsweise notwendig ist oder eine Flutkatastrophe. Das wird ja jetzt auch leider mit der Klimakrise immer wahrscheinlicher, ja. Und es ist ja eben nicht so, dass in dem Jahr, wo man die Ausnahmeregelung zieht, dann schon alle Investitionen, um jetzt beispielsweise nach der Flutkatastrophe alle Straßen wieder aufzubauen, schon getätigt werden können, weil erstmal muss ja der Matsch weggeräumt werden, dann muss man erstmal wieder neue Genehmigungsverfahren machen, etc. Ihr seht schon, das kann sich dann ziehen, ja. Und da müsste man eigentlich noch mal gucken, dass man das so ein bisschen nachhaltiger planen kann, auch nach solchen einschneidenden Effekten. Außerdem schlagen die eben vor, dass diese strukturellen Defizitgrenzen, also das, was ich eben mit den 0,3%, 3,5% des BIPs genannt habe, dass die sozusagen erhöht werden können, also dass insgesamt der Rahmen für zulässige Schulden ein bisschen erweitert wird, wenn man sowieso gerade einen niedrigen Schuldenstand hat. Und dass man eben auch dafür sorgt, das ist jetzt so ein bisschen technischer, ja, dass zum Beispiel die Fragen von so Arbeitsmarktentwicklungen besser eingerechnet werden bei der Frage, wie eigentlich gerade die Konjunktur unterstützt werden muss. Weil momentan sieht die Schuldenbremse schon vor, dass man jetzt in sehr schlechten konjunkturellen Lagen auch ein bisschen mehr investieren kann. Aber diese Schwankungen bei, ja, Arbeitsmarktpolitik zum Beispiel sind da noch gar nicht so berücksichtigt. Deswegen schlagen die vor, dass man halt auch hier nochmal eine bessere Berechnungsmöglichkeit einkalkuliert, die dann flexibler darauf reagieren kann, wie eigentlich die Wirtschaftslage ist und dann solche Unterstützungen über öffentliche Investitionen in Infrastruktur ermöglicht. Dann können wir jetzt nochmal auf die nächste Folie gehen. Das ist jetzt eigentlich im Kern nochmal so ein bisschen die Zusammenfassung von dem, was ich schon gesagt habe. Wir haben halt momentan sozusagen Fiskalregeln und auch eine Schuldenbremsenregelung, die halt nicht dazu beiträgt, dass wir die Investitionen, die gerade notwendig sind, weil die sich in der Vergangenheit total angestaut haben, ausreichend zu erbringen. Und dadurch stauen sich natürlich noch wieder neue Investitionsprobleme an, was dann halt den Verschleiß natürlich noch größer macht. Und genau deshalb ja, finden auch wir Grüne, dass es halt gut wäre, auch angesichts von Klimakrise und anderen globalen Herausforderungen, wie eben dieser Bedrohungslage zum Beispiel, die wir international gerade haben. Jetzt erst heute wurden wieder Leute festgenommen, die anscheinend ja, von Russland infiltriert worden sind und auch Anschläge geplant haben. Also da muss man einfach gucken, wie man sich resilienter aufstellt und eben das notwendige Geld auch zur Verfügung stellt, damit sich auch nicht größere Sicherheitsrisiken natürlich anstauen, dass das eben zu beantworten wäre mit einer Schuldenbremsenreform, die eine Möglichkeit für öffentliche Kreditaufnahme erweitert, um eben diese Probleme endlich anzugehen. Und es hat ja natürlich auch noch den Vorteil, dass wir diese ganzen Investitionsbedarf auch nicht ausspielen müssten gegen zum Beispiel andere wichtige Projekte wie die Bekämpfung von Kinderarmut oder allgemein von sozialer Ungleichheit, weil das wird ja dann leider sonst auch immer alles gegen gespielt, wenn man diese Infrastrukturinvestitionen aus den laufenden stehenden Schuldenregeln alle abziehen müsste. Und wie gesagt, genug Geld wäre dafür sowieso gerade nicht da, die Summen, die Leon genannt hat, aufzubringen. Genau, das wäre jetzt vielleicht nochmal so ein kleiner Ausblick, vielleicht nur zur Hintergrundinformation. Wir diskutieren natürlich gerade auch genau über diese Sachen ganz viel im Parlament, weil ja momentan das Haushaltsaufstellungsverfahren läuft. Ich kann euch noch nicht sagen, wie es ausgeht, aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, gerade auch mit Blick auf die Bahn natürlich.
natürlich weiter Druck zu machen, dass wir da die Spielräume für eine nachhaltige Finanzpolitik auch weiter öffnen. Und wir geben da auf jeden Fall unser Bestes. Und damit zurück an Markus. Wunderbar, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank auch für die Präsentation, die wir im Nachgang, denke ich, auch zusammen mit der Aufzeichnung des Videos zur Verfügung stellen können. Ein technischer Hinweis noch, ehe ich sofort. Moment, ich habe eine komische Meldung. Ich sofort an den Professor Böttger übergebe. Ein technischer Hinweis noch, ihr habt sicher Fragen an unsere drei Referenten, mit Sicherheit auch gleich an Herrn Professor Böttger. Und ich bitte Sie und euch, die Fragen, die Sie und ihr habt, in den Chat zu schreiben. Da ist unten, ihr kennt wahrscheinlich jedes Zoom-Tool, aber unten ist ein Button Chat. Manchmal verbirgt es sich auch ein bisschen weiter rechts unter den drei Punkten, je nach Einstellung und Bildschirmgröße. Schreibt es in den Chat und zwar am besten direkt an mich. Man kann da auswählen, an wen soll das gehen. Es ist nicht zwingend an alle, sonst wird es für alle ein bisschen unübersichtlich, sondern als Direktnachricht an mich. Ich werde die sammeln, ich werde versuchen, sie ein bisschen zu ordnen, zu clustern und dann gezielt an diejenigen zu stellen, an die sie zu richten sind. Am besten schreibt ihr das auch dazu. Frage an Professor Böttger oder an Herrn Eckert oder Frau Schäfer oder wie ihr wollt. Ja? Gut, so, dann jetzt aber, Herr Böttger, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich hier die Zeit noch ein bisschen versuche aufzuholen. Wir haben die Zeit. Was? Wir haben die Zeit. Ach so, und wieso bin ich jetzt hier? Wieso ist meine Kamera jetzt wieder aus? Ja, das Dachte, wäre schön, wenn Sie ja, sie so, ja, anschalten. okay. Ja, So, genau. ja, also ich soll ja was zur Situation der Bahn sagen. Wenn man sich mal anguckt, insgesamt hat die Bahn in den letzten Jahren eben den Marktanteil gehalten, obwohl die Situation nicht ganz leicht ist. Also es geht vor allem eben auch immer um die Wettbewerbsbedingungen zu anderen Verkehrsträgern. Wie gesagt, es hat also keine Gewinne gegeben, aber man hat es gehalten und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit schon mal keine ganz schlechte Leistung. Wir haben sehr ambitionierte Verlagerungsziele. Zuletzt eben haben wir gehört, massive Kürzungen im Bahnetat des Bundes. Also wenn man sich mal anguckt, wo gekürzt worden ist, muss man eben auch sagen, es ist sehr gezielt bei der Schiene gekürzt worden. Und also andere Projekte im Bereich Wirtschaft und Verkehr sind also von den Kürzungen nicht betroffen gewesen. Und es gibt einerseits eine große mediale Unterstützung für die Verkehrswende, aber bei konkreten Maßnahmen, da lässt die Unterstützung dann eben sehr, sehr schnell nach. Ja, das muss man, glaube ich, auch berücksichtigen. Also wir tun immer so, als wenn die Verkehrswende selbstverständlich wäre. Aber ich glaube, die breite gesellschaftliche Mehrheit dafür ist also nicht so stark, wie man immer glauben möchte. So, was ist denn das jetzt hier? Wieso schaltet er sich weiter? Das ist so scheiße. So, ja. Jo, einzelne Segmente möchte ich relativ kurz machen. Der Regionalverkehr war in den letzten Jahren relativ erfolgreich. Allerdings seit 2017 ist man auch da in Schwierigkeiten gekommen. Zum einen schlägt der Personalmangel rein. Die Lohnkostenanstiege sind durch die bestehenden Inflationsausgleichsklauseln eigentlich nicht abgedeckt. Und schließlich hat man eben eine nicht passende Risikoverteilung mit den Infrastrukturbetreibern. Das heißt also, die Verkehrsbetreiber haften, nicht aber derjenige, der die schlechte Infrastruktur bereitstellt. Und das bedeutet also, dass eben allein die Verspätungspenale die alle unter Wasser ziehen. Und wir haben inzwischen eben auch, das sollte man auch mal sagen, relativ hohe Verwaltungskosten. Ich habe das gerade gestern diskutiert bei einer Runde, wo auch die Aufgabenträger dabei sind. Die protestieren dann immer, wenn man sowas sagt. Aber wir haben natürlich auch ganz schön aufgeblähte Strukturen, die sich da gebildet haben, auch weil eben viele Aufgaben nicht effizient gelöst werden. Dazu komme ich nochmal. Der Güterverkehr hat einen funktionierenden Wettbewerb. Er hat eigentlich die Strukturverschiebung der Nachfrage der letzten 2 Jahrzehnte relativ gut überlebt. Wir haben ja sozusagen einen Wegfall des Montanverkehrs und dafür eben viel mehr Containerverkehr. Das hat man relativ gut hinbekommen. Also auch wenn Sie andere Länder vergleichen, also auch mal international, so Indien, China oder so, die tun sich damit alle sehr schwer. Das haben also die mitteleuropäischen Länder eigentlich relativ gut gelöst. Darunter auch Deutschland, DB Cargo eben überhaupt nicht. DB Cargo seit Jahren mit hohen Verlusten, ohne dass es da eigentlich ein oder dass ein Wille von Politik und Management erkennbar wird, das zu ändern. Wir haben eine dramatische Entwicklung, dass eben quasi der Personenverkehr, der politisch besser verdrahtet ist, den Güterverkehr raushaut. Ja, also jetzt, wenn ich an Bayern denke, also die Diskussion um das Thema Münchner Nordring für den Personenverkehr.
Ja, ich glaube, da muss man zuerst mal fragen, was bedeutet das für den Güterverkehr? Und wir haben das jetzt in Berlin gerade erlebt, wo wir eine SPNV-Ausweitung gemacht haben, mit der Folge, dass da jetzt eben der Güterverkehr verdrängt wird. Wir haben eben massiven Anwohnerwiderstand gegen Streckenneubau und Streckennutzung, gerade auch für den Güterverkehr. Gut, Personalmangel und jetzt aktuell die aktuelle angekündigte Erhöhung der Trassenpreise. Fernverkehr, ja, es gibt keine Vertragsbeziehung, die eigentlich mal vorgesehen war, gesetzlich. Oder grundgesetzlich sogar läuft irgendwie. Allerdings ist die Profitabilität der DB eben eigentlich nicht gut. Die krepelt jetzt so um die Nulllinie rum und leidet natürlich auch unter Infrastrukturmangel und unter Personalknappheit. Und wenn die Trassenpreiserhöhung wirklich kommt, dann wird sie eben da auch unter Wasser gedrückt werden. Ja, Eisenbahninfrastruktur, sicherlich der schwierigste Bereich im Moment, war jahrelang eine wichtige Gewinnquelle der DB AG, ja, also auch mit garantierten Gewinnen, die der Konzern also auch gut genutzt hat. Das Netz ist in den letzten Jahrzehnten nicht gewachsen. Und ich meine, es wird jetzt, gut, das ist bei diesem Publikum verständlich, natürlich dann gerne auf die CSU geschimpft, aber wenn man mal sieht, die Reduzierung der Infrastrukturfinanzierung von 4 auf 1,5 Milliarden kommt von 2004 aus Zeiten der rot-grünen Regierung. Das muss man bitte der Ehrlichkeit halber auch mal sagen, dass man sagt, wir haben jetzt 20 Jahre lang eigentlich einen massiv gerupften Schienenverkehrsetat. Und da waren also, ich sage mal, Politiker aller Parteien dran beteiligt. Ja, ich darf das mal als Parteiunabhängiger an dieser Stelle sagen. Dass man also sagt, ich tue mich da also schwer, jetzt zu sagen, da war die eine Partei deutlich besser als die andere. So, wir haben eine Netznutzung, die gestiegen ist. Das sieht erstmal undramatisch aus. Wir haben aber zugleich eine Strukturveränderung. Das heißt, es wird immer mehr des Verkehrs auf den Hauptachsen durchgeführt. Und da hat sich jahrelang keiner drum gekümmert. Ich muss sagen, ich habe es lange auch nicht gesehen und nicht verstanden, weil eben zum Beispiel auch im Güterverkehr eben dieser Montanverkehr, für den es oft eigene kleine Strecken gab, so irgendwie vom Hafen zum Kraftwerk oder so, das gibt es nicht mehr. Und der kombinierte Verkehr, der das hier eben aufgefangen hat, der drückt also auch auf diese Hauptachsen. Ja, und auch im Regionalverkehr gibt es immer noch eine langsame Land-Stadt-Wanderung, die da eben dazu führt, dass im Zulauf zu den großen Städten die größte Nachfrage besteht. So, und wie gesagt, wir haben jetzt eine sinkende Zuverlässigkeit durch Netzüberlastung und steigendes Anlagenalter. Also im Bestandsnetz haben wir seit 2007 die Finanzierung durch den Bund. Das ist jetzt ja nur ganz diskret gesagt worden. Also meiner Sicht ist es ein ziemlicher Skandal, der also, ich sag mal, wortlos von allen Parteien eigentlich dann hingenommen wurde. Wir haben einen jährlichen Infrastrukturzustandsbericht des Bundes, in dem immer drin stand, dass der Netzzustand prima sei. Das wurde vom Eisenbahnbundesamt bestätigt. Seit 2014 ist nochmal Thema für den Rechnungsprüfungsausschuss, hat das Verkehrsministerium selbst eine eigene Prüfung durchgeführt, von der man nie irgendwelche Ergebnisse gehört hat. Wir können nur sehen, dass da Geld ausgegeben wurde. Aber das würde mich mal sehr interessieren, auch, dass man sagt, was ist eigentlich das Ergebnis dieser Prüfung gewesen? Und jetzt kommt plötzlich ein neues Narrativ, dass man sagt, der Zustand des Infrastru der Zustand der Infrastruktur ist schlecht und jetzt brauchen wir also Geld vom Bund und alle nicken und zücken das Scheckbuch. Also für mich reicht das nicht aus. Also eigentlich müsste man das Thema, wie konnte die Steuerung so dramatisch versagen? Und nicht nur als parteipolitisches Thema, sondern auch als Strukturthema eigentlich der Steuerung müsste eigentlich vertieft mal diskutiert werden. Ja, ich hatte schon gesagt, dass die Bundesmittel mal 4 Milliarden waren, dann gesenkt wurden. Seit 2018 leichter Anstieg. Ich komme auf 140 Milliarden ungefähr, die benötigt werden, von denen nicht erkennbar ist, dass die da sind. Das Schlimme ist, und deswegen, ich muss also sagen, eigentlich ist mir die Debatte auch um die Schuldenbremse ein bisschen zu einseitig, die wir momentan haben. Also selbst wenn Geld da wäre, wir könnten es nicht bauen. Es gibt keine Projekte. Es fehlen Leute, um Projekte zu planen. Und wir haben jetzt ja den Nimbyismus. Ich meine, Sie kennen in Bayern die Debatte um Rosenheim vor allem und den Brennerzulauf. Aber das, was wir jetzt gerade hatten, wir haben zum ersten Mal, also das hat es immer gegeben und dass lokale Politiker immer auch unter Druck standen, dann Projekte zu sabotieren. Das haben wir parteiübergreifend seit vielen Jahren. Das, was jetzt eine neue Qualität ist, ist, dass es jetzt Parteiprogramm ist. Wir wollen keine Neubaustrecken mehr. Aber eben auch getrieben von Leuten, die eben in bedrohten Wahlkreisen wohnen. Ja, die DB ist in einer dramatischen Situation. Wir haben internationale Aktivitäten, die nicht profitabel sind. Cargo mit hohen Verlusten und ohne Plan, wie man diese Verluste in den Griff bekommt. Die Infrastruktur fällt als Gewinnquelle weg. Wir haben jede Menge intransparente sonstige Aktivitäten.
Wir haben eine dramatisch sinkende Produktivität, über die also keiner ernsthaft nachdenkt. Die Profitabilität sinkt seit Jahren und wir haben Defizite in der Steuerung. Ich weiß nicht, wer die letzten Tage das in der Zeitung mal gelesen hat, dass eben der Eigentümer im Aufsichtsrat keine Mehrheit hat. Und dass also offenbar wiederholt Beschlüsse gefasst worden sind, wo also die Arbeitnehmer unterstützt mit Einzelstimmen von der Eigentümerbank gegen das Verkehrsministerium, gegen das Finanzministerium bestimmte Sachen durchgesetzt haben. Übrigens offenbar auch höhere Boni für Vorstände gegen den Willen des Eigentümers. Ja, also da muss man auch immer noch mal genau sagen, auf wen man eigentlich schimpfen muss. Das ist aus meiner Sicht ein Sachverhalt, der dringend noch mal einer weiteren Aufklärung bedarf. Und aus meiner Sicht ist es nicht akzeptabel. Aber klar ist jedenfalls, die DB ist auf Jahre auch konsumtiv auf die Unterstützung des Bundes angewiesen und ist also eigentlich ein Sanierungsfall. Hier nur noch mal die Ergebnisentwicklung über die Jahre. Ich will das jetzt nicht vertiefen, noch mal nach den einzelnen Sparten, wo man mal sehen kann, wie sich das so über die Jahre entwickelt hat. Die Produktivitätsentwicklung, die ist natürlich absolut dramatisch. Das ist also immer gerechnet Zugkilometer oder Trassenkilometer je Vollzeitmitarbeiter. Und das ist eigentlich nicht wirklich erklärbar und ich wundere mich, dass also Rechnungshof, aber eben auch der DB-Aufsichtsrat sowas so lange hat laufen lassen. Ja, und dann die Pünktlichkeit geht entsprechend, das ist das, was wir selber wahrnehmen, heute ja gerade Herr Büchler auch, dass die immer weiter runtergeht und dass also die Gesamtsituation eben ganz, ganz schlecht ist. So, wir haben also eine Fülle von Problemfeldern, eigentlich wo man hinguckt, brennt es lichterloh. Wir haben die alternde Infrastruktur, das Sanierungsprogramm ist nicht finanziert, hatten wir eben gehört. Ausbau von Infrastruktur ist nicht finanziert, aber wie gesagt, er ist auch politisch immer weniger durchsetzbar. Und was man übrigens sehen muss, auch wenn man über eine ökologische Wende redet, dass man, der ökologische Vorteil der Schiene ist viel geringer, wenn sie Tunnel bauen. Ja, nicht nur, weil sie Beton verbauen, sondern auch, weil sie in der Betriebsphase durch den Luftdruck im Tunnel also viel, viel mehr Energie brauchen. Ja, wir haben einen Trassenpreisanstieg, der also Fern- und Güterverkehr kurzfristig bedroht. Wir haben ein Marktmodell, das eben im SPNV im Moment nicht mehr funktioniert. Viele Betreiber wollen aus dem Markt raus. Die DB ist finanziell angeschlagen. Der Bund hat als Eigentümer kein Steuerungskonzept für die DB und für die Infrago. Wir haben also auch keine Beschleunigungsmaßnahmen oder Entschlackung der Regelwerke und eben Personalmangel als Riesenproblem. Und wie gesagt, also ich sehe momentan so ein bisschen die Rahmenbedingungen, dass Klimaschutz und Verkehrswende an Bedeutung verlieren. Und ich fürchte auch, dass der Finanzrahmen also einfach eng bleiben wird. Also darauf zu sagen, irgendwann räumen wir die Schuldenbremse weg und dann wird alles gut. Da habe ich also erhebliche Zweifel dran. Was bedeutet das Ganze jetzt? Also ich glaube, es gibt ein paar Probleme, wo man also sagt, die Lösungsvorschläge liegen innerhalb des Sektors und ließen sich also machen. Wir brauchen eine Reform der Marktordnung im SPNV. Wir brauchen auch eine im Einzelwagenverkehr. Wir brauchen sicherlich eine Strukturreform bei der DBAG und bei der Infrago. Es gibt ein internes Konzept, dass man also sagt, wir haben 1 Milliarde zu viel Overhead. Und dass aber Jahr um Jahr das Management sagt, nee, wir wollen keinen Ärger mit der Gewerkschaft, bitte nicht anfassen. Aber der Bund muss also überlegen, wie er tatsächlich dann auch die Bahn steuert. Aus meiner Sicht wäre es auch richtig, das Portfolio zu bereinigen. Ich glaube, wir brauchen auch eine Strukturreform bei Aufgabenträgern und Ticketing. Ich sprach vorgestern mit einem IT-Unternehmer, der also sagte, momentan sind die Aufgabenträger komplett gesprächsunfähig. Ihre gesamte Energie geht also nur da rein, jetzt die Einnahmeaufteilung beim Deutschlandticket zu verhandeln. Die können über nichts anderes mehr nachdenken. Das war eigentlich ja nicht die Idee des Deutschlandtickets. Also ich bin sowieso sehr, sehr skeptisch. Und übrigens auch, wenn man mal sagt, Geld ist knapp und wir sollten Mittel verwendet werden. Mit dem Deutschlandticket haben wir kaum einen Verlagerungseffekt. Wir haben mehr Verkehr, aber überwiegend als induzierten Verkehr, also zusätzlichen Verkehr. Wir haben kaum eine Verlagerung. Und dafür gibt man also ganz unerschrocken 4 Milliarden Euro aus. Das ist nicht alles Bundesgeld, sondern auch Ländergeld. Die 4 Milliarden reichen noch nicht. Und alle kicken momentan immer hin und her, wer denn jetzt die letzte Milliarde noch bezahlen soll, die jetzt noch fehlt. Aber ich glaube, also wenn man mal überlegt, ich habe es von Anfang an gesagt und ich weiß, ich habe also auch mit grünen Abgeordneten darüber gestritten, die gesagt haben, ja, man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Aber jetzt haben wir das eine getan und lassen das andere. Nämlich wir haben gesagt, Konsumsubventionen sind unerlässlich und für Investitionen haben wir jetzt leider kein Geld mehr. Also ich halte das Deutschlandticket in der Beziehung also auch für eine ziemliche Fehlentwicklung und ich glaube, man muss überlegen, wie man da wieder rauskommt.
Aber wie gesagt, unabhängig davon, das Thema Aufgabenträger und Ticketing muss, glaube ich, angegangen werden. Aus meiner Sicht, ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich die Entschlackung der Regelwerke. Ja, wir haben also immer mehr Regelwerke. Es gibt quasi keine Bereitschaft. Da hat der Herr Gaste jetzt immerhin ja mal einen Erfolg erzielt, indem er das Thema Weiterfahren bei Personen im Gleis da jetzt die Regeländerung erreicht hat. Aber das ist aus meiner Sicht das erste Mal seit 10 Jahren, dass wirklich irgendeine Regel gelockert wurde im Schienenverkehr. Ansonsten ist das eigentlich ein No-Go. Dass wenn wir einmal eine Regel haben, dann bleibt die auch. Und aus meiner Sicht eine der wenigen Dinge, wo man wirklich Eisenbahn noch besser machen kann. So, ich glaube auch, dass man vielleicht auch noch ein bisschen was im Bereich Personal tun kann. Das ist jetzt nicht so Ihr Thema. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass man sagt, mehr Geld für den Sektor ist natürlich notwendig. Ich halte es auch für richtig, die Wettbewerbsbedingungen zu verschieben gegenüber anderen Verkehrsträgern. Ich halte es für politisch einfach für unwahrscheinlich. Also ich sehe momentan weder die Kraft noch die Prioritäten dort. Thema Arbeitszeit hatte ich jetzt für eine andere Präsentation im Mittelpunkt gestellt. Das können wir uns hier, glaube ich, schenken. Aber vor allem, und das ist mir jetzt zum Schluss also nochmal ganz wichtig, dass man also sagt, ich glaube, dass der Sektor auch überlegen sollte, was kann er intern tun. Wir haben also sicherlich das Thema DB-Konzern, wo schlicht und ergreifend gespart werden kann. Und wissen Sie, viel Overhead macht die Prozesse auch noch schlechter. Ja? Es ist ja nicht so, dass man sagt, da kriegen wir keine Leistung dafür, sondern viele Prozesse werden dadurch schlechter, dass man eben viele Leute parallel daran arbeiten lässt. Ich glaube eben auch, dass man in dem gesamten Umfeld sparen kann, also auch im Bereich Beratung. Ich muss ja sagen, ich mache gelegentlich auch mal das eine oder andere Beratungsprojekt. Wir haben jetzt ein Beratungsprojekt, das ist doppelt vergeben worden. Einmal vom Ministerium, einmal vom Zentrum für Schienenverkehrsforschung, haben die leider nicht gemerkt. Ja? Und dann gab es hinterher auch keine Bereitschaft zurückzurudern. Das ist für mich das Gegenteil von sinnvollem Einsatz von Steuergeldern. Und also ich war gerade auf einer großen Tagung eben, wo viele Leute im Prinzip schon auch sich sehr darüber mokieren, wie leicht an manchen Stellen das Geld sitzt. Ja, und ich meine, bei Steuergeld, also ich bin schon dabei, dass man sagt, bevor man jetzt immer auch schreit in Richtung Schuldenbremse oder sowas, dass man auch durchaus überlegen kann, gibt es hier nicht noch Einsparmöglichkeiten im Sektor? Und ich glaube, dass man ihn dadurch auch besser macht. Ja, so, ich glaube, wir müssen die vorhandenen Kapazitäten besser nutzen. Und gerade das Thema Verschlankung von Regelwerken hat da eben noch eine ganze Menge an Potenzial. Ja, wenn Sie mein Thema, das ich auch mehrfach schon im Fernsehen gebracht habe, dieses Thema des Verbots des Einsatzes von Gleisleiter. Wenn Sie mal überlegen, dass man sagt, die Strecke wird länger gesperrt, die Produktivität der Mitarbeiter sinkt, Sie müssen mehr investieren in Fahrzeuge und Sie brauchen noch zusätzlichen Lokführer. Ja, dass man also sagt, alles, was Sie nicht haben wollen, erreichen Sie mit einem Schlag mit diesem Verbot der Gleisleiter und ohne dass Sie dabei einen echten Nutzen haben. Und es gibt Hunderte solche Regeln. Wenn Sie mit den Betrieblern reden, die wirklich dabei sind, bei den Baustellen, also ob das Bauplanung ist oder sowas, die schütteln alle den Kopf. Unsere Nachbarn schütteln den Kopf. Die Schweizer, die Österreicher schütteln also den Kopf, dass sie sagen, was habt ihr für bescheuerte Regeln? Ja, warum dürft ihr im Tunnel selbst Güterzüge sich nicht begegnen lassen? Ja, also wenn man wirklich sagt, wir schneiden unser Regelwerk auf das zurück, was die Schweizer haben, ja, dann würde man also schon massiv Geld sparen. Ohne dass man den Schweizern jetzt vorwirft, dass sie besonders schlampig sind. Also ich glaube aber auch, wir müssen beim Thema Kapazitäten einfach unsere Diskussionskultur verbessern. Ich sehe eigentlich zu wenig wirklich auch zielgerichtete Diskussionen. Die werden einerseits von der Politik nicht erwartet, andererseits auch vom Sektor eben nicht wirklich geleistet. Also so Dinge. Ich weiß, das ist super unpopulär. Bitte jetzt genau zuhören, weil ich nicht materiell sage, dass es richtig ist. Aber die Frage ist, müssen wir vielleicht den Einzelwagenverkehr killen, weil man sagt, die Trassen sind knapp, die Trassen werden knapp bleiben die nächsten 20 Jahre und wir brauchen diese Trassen für Dinge, mit denen wir mehr verkehrliche Wirkung erzielen. Ja? Und wenn man also sagt, wir haben da irgendeine Einzelbedienung mit 3 Wagen, die blockiert, dass ein Containerzug fahren kann von Verona nach Stockholm, ja, dann muss... Ich finde, man muss es diskutieren. Und ich würde gerne mal auf einer Tagung zuhören, wo die entsprechenden Fachleute zusammensitzen und die Vor- und Nachteile diskutieren und wo am Ende sozusagen dann eben ein Papier mit Pro und Contra rauskommt. Und das vermisse ich eigentlich bei uns in der Diskussion sehr stark. Und alle sagen immer, wir wollen alles von allem haben. Wir werden es nicht bekommen. Und ich nehme momentan eine geringe Bereitschaft wahr, überhaupt eben auch zu priorisieren. Ja. Und ich glaube, wir werden priorisieren müssen. Das ist total bitter und schmerzhaft.
Aber ich sehe eigentlich keine andere Wahl, insbesondere wenn man sagt, das Geld wird nicht vom Himmel fallen, die Planer werden nicht vom Himmel fallen und wir werden den politischen Widerstand gegen Räuberschrecken nicht loswerden. Und das heißt für mich eben zum Beispiel auch Reaktivierungsschrecken. Es gibt diese Liste von 137 Reaktivierungen in Deutschland, die ich alle toll finde. Wirklich, ich finde Eisenbahn toll. Ich fahre wahnsinnig gerne auch auf Nebenstrecken mit alten Schienenbussen rum oder sowas. Aber man muss eben sagen, das Geld ist nicht da. Und wenn Sie sagen, heute bei Bauprojekten geht ein Viertel nur in die Planung. Ja? Und wenn man also sagt, nur um da die örtlichen Interessengruppen zu befriedigen, planen wir 10 Projekte weiter, von denen wir genau wissen, dass wir sie nicht bauen. Ja? Und wir verjubeln dort knappe Kapazitäten an Geld und vor allem auch an Planerressourcen, dann muss ich sagen, wir brauchen jetzt eigentlich mal die Ehrlichkeit zu sagen, bitte, dafür ist kein Geld da. Wenn doch jemand das Geld auftreibt, umso besser. Ja? Aber wenn das Geld nicht da ist, dann sollten wir eben nicht alle möglichen Projekte planen, die wir gar nicht machen können, sondern dann brauchen wir auch die Bereitschaft, Projekte zu fokussieren. Das wird eine super bittere Entscheidung. Ja, aber ich glaube, wir kommen nicht dran vorbei und das, was wir momentan tun, wir tun so, als wäre das Geld weiterhin da oder würde in Kürze kommen und wir planen einen Haufen von Projekten, die die nächsten 20 Jahre keine echte Realisierungschance haben. Ja, ich glaube, dass wir damit sozusagen nochmal Geld und Ressourcen verschwenden. Aber auch da muss man, glaube ich, nochmal intensiv diskutieren und also für mich ist eigentlich das Wichtigste, dass ich sage, es gibt unglaublich viele Tagungen, wo immer die gleichen Leute auftreten, die sich immer die gleichen Folien vorlesen. Aber ich vermisse in erheblichen Bereichen schon auch eine ehrliche Diskussionskultur. Dazu gehört auch, dass man sich streitet. Ich finde, man kann seriös unterschiedliche Positionen vertreten und auf der Suche nach der besten Lösung, dass man da wirklich auch sich auseinandersetzt. Aber ich glaube, nur so bringt man den Sektor weiter. Und wie gesagt, auch wenn das ein bisschen düster ist, meine Aussicht hinsichtlich zusätzlicher Mittel. Aber ich glaube, es ist das Einzige, was also hilft. Aber wie gesagt, für mich eben auch das Thema, was können wir noch aus der bestehenden Infrastruktur mehr rausholen? Das ist für mich das Zweite, was mir wichtig erscheint. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Böttger. Ich glaube, wir hätten jetzt tosenden Applaus, wenn wir in einem Saal zusammen wären. Das geht natürlich auch so schlecht. Fühlen Sie sich applaudiert. Wie gesagt, ich denke, das Auditorium hat das auch so empfunden. Ich schätze sehr diese klare, verständliche Ausdrucksweise, bei der auch nicht Fachleute folgen können. Worum es Ihnen geht und was Sie sagen wollen. Ich glaube, das ist sehr gut angekommen und danke auch, dass Sie etliche Diskussionsanstöße gegeben haben, über die man reden kann, soll und muss. Es kommen auch schon etliche Fragen herein. Also bitte gerne weitere Fragen. Ihr müsst aber nicht notwendigerweise jetzt Fragen konstruieren und mich überschütten, sonst verliere ich den Überblick. So 15 Stück oder so mindestens sind schon da und ich habe versucht, ein paar zu bündeln, die auch vielleicht doppelt gestellt worden sind oder in einem ähnlichen Sinn gestellt worden und würde sie einfach, wenn es allen recht ist, zunächst immer Ihnen einzeln Ihnen stellen, Herr Professor Böttger. Und Jamila Leon, ihr hebt einfach die virtuelle Hand im System, wenn ihr dort was ergänzen möchtet. Aber ich glaube, es muss nicht jedes Mal jeder alle drei reihum dazu was sagen. Das eine, was ich mir selber auch notiert hatte, das ist rund um das Thema Deutschlandticket und die damit verbundenen Investitionen, denn wir Grüne sind, wie ich persönlich finde, sehr stolz auf das Deutschlandticket. Gleichzeitig rege ich mich fast jeden Tag auf, wie katastrophal das organisiert ist, nämlich gar nicht. Und ich immer wieder damit zu tun habe, wie Busunternehmen, Verkehrsverbünde, Eisenbahnunternehmen jetzt um die Einnahmezuscheidungen irgendwie ringen und nicht wissen, wo kommt denn jetzt künftig das Geld her, wenn ich jetzt ja sehr viel weniger Ticketeinnahmen habe. Noch zumal wir in Bayern nicht überall, zum Beispiel jetzt nicht bei der S-Bahn München, aber nicht überall, muss ich allgemein sagen, Verträge haben, bei denen das Erlösrisiko bei den Unternehmen liegt und nicht etwa bei dem Aufgabenträger der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, sodass die natürlich voll von den Ticketeinnahmen abhängig sind. Also diese Umsetzung regt mich auch total auf, aber ich glaube, wir hatten noch nie so einen großen Marketing-Effekt für den ÖPNV. Und meiner Meinung nach müssen die brauchen die Verlagerungen halt ein bisschen Zeit, dass die Leute sich umstellen, weil ich glaube, dass die wenigsten dann einfach das E-Dauer-Auto mal eben stehen lassen und plötzlich dann den Berufsweg von heute auf morgen umstellen. Und so lange läuft es halt noch nicht. Das wäre die eine Meinung. Aber ich würde sehr gerne auch
Das ist nur meine Meinung. Ich würde sehr gerne die Fragen gebündelt an Sie richten mit den Investitionen. Sie haben zu Recht gesagt, man muss beides tun. Das attraktiv machen für die Fahrgäste und das Angebot ausbauen. Das haben auch wir in unserer Landtagsfraktion zum Beispiel immer so diskutiert. Und ich meine, ich bin etwas hoffnungsvoller, dass es schon gelingt, dass wir die Investitionen noch hinkriegen. Nämlich als Teilzeitösterreicher bin ich dort sehr viel unterwegs und da funktioniert das ja. Mit einem Fonds. Frage, können wir denn das nicht einfach übernehmen und kopieren, wie das dort läuft? Ja, also ich muss also dazu sagen, es hat ja verschiedene Aspekte und ich habe gerade neulich einen Vortrag auch aus Österreich gehört, was man hören muss, was man sagen muss, ist, in Österreich ist es eben deutlich teurer. Dafür ist eben auch der Fernverkehr mit dabei. In einem Land, das eben so groß ist wie Bayern, ja, so ungefähr, das muss man halt auch immer sehen. Und was ja schon das 9-Euro-Ticket gezeigt hat, ist, es gab null Wirkung im Nahverkehr. Es gab null Veränderung der Fahrgastzahlen. Jetzt kann man sagen, es war Sommer oder sowas, aber das ist wirklich nichts passiert. Kein Prozentchen, gar nichts im Nahverkehr. Das Einzige ist eben, dass man im Regionalverkehr was gemacht hat und dann eben die Strecken, die sowieso gut ausgelastet sind im Sommer. Ich komme ja aus dem Norden und dann also die Strecken ans Meer, die schon sonst knackevoll waren, die hat man in eine Situation gebracht, dass die Leute nicht mehr einsteigen können. Ja, und ich komme selber, wie gesagt, von einer Strecke, die davon betroffen ist, also Elmshorn oder sowas, die sind tagelang nicht in ihre Züge mehr reingekommen, weil das dann eben voll war. Also deswegen, ich muss sagen, ich finde, man hätte ein bisschen sich mal die Effekte des 9-Euro-Tickets angucken sollen. Es gab ja nicht mal eine ordentliche Begleitforschung. Die es gab, hat sich keiner angeguckt. Die ist wortlos auf der VDV-Website veröffentlicht worden, ohne Pressemeldung, ohne alles. Ja, niemand hat medial darauf reagiert und man ist dann einfach sozusagen hineingestolpert in das Deutschland-Ticket. Und wie gesagt, also das, was da handwerklich fehlt, ja, ich muss da sagen, also gibt ja Leute, die das dann auch positiv sehen und sagen, naja, man muss doch manchmal Mut haben und dann eben auch mal ersten Schritt machen, sehen, dass alle hinterherkommen. Aber dass man also der gesamte Apparat ist blockiert. Ja, die ersten Länder, gut, das kann man sagen, das war jetzt ein bisschen auch Drohpotenzial vor der Ministersitzung da, aber dass die ersten sagen, wir können finanziell nicht mehr, wir müssen Verkehr abbestellen, ja, das steht jetzt also vor der Tür als Folge des Deutschland-Tickets und dass man also sagt, hurra, wir haben ein billiges Ticket, aber können leider keinen Verkehr mehr bestellen. Und also ich muss sagen, solange ich mir nicht sicher bin, dass 2026 meine Züge noch fahren, muss ich also sagen, da hätte man das Geld eben wirklich besser anlegen können. Und also für mich ist es eben so, viele Steuerungsaspekte sprechen schon dagegen, aber es ist vor allem eben auch ein aus meiner Sicht nicht sinnvoller Einsatz von Geld. Und wenn man es mal rechnet, die Verlagerungszahlen, die wir zurzeit haben, sind eben so, dass jede verlagerte Tonne kostet etwa 10.000 Euro. Ja. Und wir sehen eben einfach eine ganz geringe Verlagerungsbereitschaft. So deprimierend wie das ist, ja, aber die Verlagerungsbereitschaft ist also ganz gering. Und ich glaube, wenn man was wirklich auch tun will für die Verkehrswende, dann, also aus meiner Sicht ist das also eine ganz vage Hoffnung, dass lass es mal so weitermachen, vielleicht wird es ja noch besser. Sondern dass man, ich glaube, man müsste dann eben auch über rigidere Maßnahmen eben nachdenken, der Verkehrsverlagerung. Also ich sag mal, alles, was so unpopulär ist, Automaut zumindest in Städten, Parkplatzgebühren erhöhen oder sowas. Also gerade da, wo es Alternativen gibt. Nicht auf dem Land, sondern in der Stadt anfangen. Das erscheint mir also viel, viel wichtiger. Aber das Geld, was da rausgeht, da muss ich also sagen, solange die Politik keine Alternativen anbietet, sehe ich es wirklich schlecht angelegt. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Die Alternative wäre halt so eine Fondslösung zum Beispiel, die Österreich ja hat, meines Erachtens. Auch diese Nachfrage kam noch einmal Ja, der äußern. Fonds, also ein Fonds, der Fonds hat ja einen Vorteil. Das eine ist, das Geld muss trotzdem irgendwo herkommen. Der Vorteil ist natürlich, dass man die Jährlichkeit der Planung damit etwas aushebelt. Und ich glaube, da haben wir sozusagen so einen Zielkonflikt. Da können vielleicht dann auch die Abgeordneten mehr zu sagen. Aber einerseits ist es so, es gibt ein vernünftiges Interesse, das betrifft alle Infrastrukturinvestitionen, im Prinzip auch die Straße und und Wasserstraße und sowas, dass die eigentlich eine Planungssicherheit über 2, 3 Jahre brauchen. Also auch eine Baufirma muss überlegen, lohnt es sich, eine Maschine zu kaufen, dass man sagt, ich kriege dieses Volumen über 2, 3, 4 Jahre. Auf der anderen Seite hat natürlich die Jährlichkeit des Haushalts
sozusagen auch in der Demokratiephilosophie eine Bedeutung. Ja? Das ist das Königsrecht des Parlaments. Und das, was wir nicht wollen, ist das, was andere Halbdiktaturen machen, dass man im Prinzip sagt, wir packen den Haushalt so voll, dass im nächsten Jahr keiner mehr reagieren kann. Ja? Und genau deswegen wird also auch dieses Prinzip der Jährlichkeit von den Haushaltern, glaube ich, so hochgehalten. Und ich glaube, da muss man irgendwie schon einen Kompromiss finden. Also ich verstehe sozusagen diese Verkehrsinfrastruktur bedenken, aber ich habe da auch großen Respekt sozusagen vor der vor sozusagen dieser Demokratie herausfordern. Wir haben theoretisch auch noch die Möglichkeit, das Ganze mit Verpflichtungserklärungen zu machen oder sowas. Die Möglichkeit besteht ja eigentlich auch. Aber sie wird, also wirklich auch aus guten Gründen, werden all diese Instrumente in Deutschland nur sehr vorsichtig angefasst. Wunderbar, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Es sind jetzt einige Fragen gekommen, sofort Jamila und Leon, glaube ich, wollte auch sagen. Es sind einige Fragen zur Steuerung gekommen von DB und Konzern und so weiter. Darauf komme ich gleich noch. Ich greife die gleich auf, nur so als Ankündigung für die Leute, die sich noch Fragen überlegen, sie zu tippen. Genau, ebenso zum Thema Marktmodell sind einige Fragen reingekommen. Auch auf das stelle ich gleich noch eine Frage und versuche, die zusammenzufassen. Ja, jetzt kommt aus dem Chat eine Frage auch an die beiden Bundestagsabgeordneten. Wie realistisch haltet ihr das denn, dass wir zu höheren Investitionen, egal in welchem Modell, für eine konkrete, bessere und kontinuierlichere Finanzausstattung kommen? Und ihr habt euch ja selber auch zu Wort gemeldet, insofern bitte. Camila oder Leon? Genau, ich wollte nur kurz auch noch mal sagen, dass wir für viele Bauprojekte eben genau dieses Instrument der Verpflichtungsermächtigung haben, die es uns ermöglichen, zwar jedes Jahr dann in der jährlichen Haushaltsplanung eine Korrektur vorzunehmen, aber trotzdem erstmal bewilligt sind für mehrere Jahre. Und es gibt natürlich den Ministerien auch Planungssicherheit, Verträge zu machen und so. Also dieses Instrument ist auch von uns gar nicht etwas, was wir jetzt ablehnen würden, weil wenn es notwendig ist, das so zu machen, dann gibt es die Möglichkeit. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil wir ja viele Projekte langfristig erst dann so richtig aufs Gleis kriegen können, wenn wir eben wissen, dass das Geld auch über mehrere Jahre zugesagt ist und selbst wenn es vielleicht einen Regierungswechsel zum Beispiel gibt oder so. Aber es muss eben auch immer klar sein, wenn es Kostensteigerungen gibt oder wenn es vor allem unbegründeterweise fehlende Mittelabflüsse gibt, dass dann natürlich das Parlament auch wieder eingreifen kann, damit es eben nicht verschwendet wird, das Steuergeld. Ich wollte nochmal, weil Sie ja auch gesagt hatten, natürlich wegen Investitionen ist jetzt kein Allheilmittel. Wir haben ja diese Veranstaltung zusammengelegt und Leon und ich wollten in unserer ursprünglichen Planung vor allem über diese Infrastrukturinvestitionsfrage sprechen, die ja auch noch andere Punkte betrifft, ne? Und da haben wir ja sozusagen neben der Bahn, wo man tatsächlich sagen könnte, im Verkehrsbereich kann man auch noch viele durch Priorisierung viele Kosten sparen, wenn wir uns zum Beispiel viele teure Autobahnprojekte angucken, wo es gar nicht um die Sanierung geht, sondern um den Neubau zum Beispiel, gibt es viele Möglichkeiten, da noch durch Priorisierung auch Gelder freizumachen. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass unsere Infrastruktur so auf Verschleiß gefahren wurde, dass wir natürlich auch mit solchen Konsolidierungsmaßnahmen leider an einem Punkt sind, dass wir nicht mehr hinterherkommen. Zu der Frage mit dem, wie wahrscheinlich das ist. Ja, das ist eine gute Frage. Meine These ist, dass es spätestens in der nächsten Legislaturperiode eine der ersten Sachen ist, die neue Regierung machen wird. Aber natürlich ist die Frage, wie jetzt die Debatte sich über diese sicherheitspolitischen Probleme weiterentwickelt. Ich glaube, die Union hat jetzt langsam gemerkt, es gibt langsam sozusagen so eine Frage von, bin ich Verfechter der Schuldenbremse, aber möglicherweise dann auch dagegen, dass wir uns sicherheitspolitisch so aufstellen, wie wir es müssten. Oder kümmere ich mich darum, dass wir unsere Hausaufgaben jetzt machen und die Bevölkerung schützen? Ja, und ich glaube, dass diese Frage sich so hart stellt, schiebt jetzt schon sozusagen sehr viel Druck auch nochmal auf die Union, sich da zu öffnen. Und ich glaube, die FDP wird je nachdem, wie hart der Druck von der Union kommt oder nicht, sich auch dementsprechend verhalten. Momentan sehe ich die Bewegung gar nicht. Deswegen bin ich jetzt auch nicht über die Maßen optimistisch, aber ich bin trotzdem jemand, der immer sagt, wo
eigentlich die richtige Lösung wäre und dass man dafür kämpfen muss. Und deswegen habe ich das hier auch nochmal gesagt, ohne dass ich jetzt damit sagen will, im Sommer haben wir das Problem sozusagen schon erledigt. Aber wir sollten natürlich alles dafür tun, dass es so schnell wie möglich kommt und nicht erst Trump gewählt werden muss, bis wir da weiterkommen, ja. Vielen Dank, Jamila. Leon hat mir geschrieben, dass er sich bei der nächsten Runde dann erst einklingt. Insofern kann ich weitermachen. Ich würde tatsächlich ganz gern vom Geld einen kleinen Schritt wegkommen. Natürlich hängt alles mit Geld zusammen und ein bisschen in Richtung Struktur und Konzern kommen. Sie haben das Schlagwort verwendet, Herr Böttger, und kurz skizziert der Portfoliobereinigung. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Und vielleicht passt dazu eine weitere Frage, die gestellt worden ist, wenn das System denn so ineffizient momentan ist und so fallende Produktivitätskennwerte hat, wie Sie sie aufgezeigt haben in dem Diagramm, wie ist es ja auch schwierig, dem Steuerzahlenden so hohe Investitionen so zumuten, wenn es offensichtlich momentan ein nicht wirklich super toll funktionierendes System ist. Bräuchten wir denn dann nicht auch eine komplette Bahnreform sozusagen als Komplettpaket, um das Ding auch wieder schmackhaft zu machen, auch für das viele Steuergeld, das da hineinfließen soll? Vielleicht passt Portfoliobereinigung und neue Bahnreform zusammen. Ja, also Portfoliobereinigung, also ein Teil ist es ja schon gemacht worden. Arriva ist der Verkauf abgeschlossen. Das hat die DB immer behauptet, das sei die Ertragsperle. Richtig ist, sie hat etwa 4 Milliarden Verlust verursacht in der Zeit, wo sie zur DB dazugehörte. Das Kapitel wird jetzt geschlossen. Schenker ist der Verkaufsprozess angeschlossen. Momentan sagen alle, Schenker macht ja so tolle Gewinne. Aber das ist sozusagen, glaube ich, eine Sonderentwicklung während Corona. Wenn Sie sich die Jahre vorher angucken, war Schenker zwar immer profitabel, aber gemessen an dem Geld, was man da investiert hat, jetzt auch nicht sensationell profitabel. Und ich muss sagen, ich finde es auch nicht besonders sinnvoll, dass mit deutschem Steuergeld, dass man da also jetzt den Schiffsverkehr zwischen, den Marktführer macht im Schiffsverkehr zwischen China und USA. Ja? Es gibt eine Reihe von kleineren Sachen. Zum Beispiel hat die DB Schenker verkauft. Ich glaube, das Management war nie wirklich begeistert. Und jetzt hat man also relativ clandestin eine neue Gesellschaft gegründet, DB International Operations, und das, was man jetzt verkaufen musste bei Arriva, wird es über eine neue Gesellschaft wieder gemacht. Das heißt, die DB macht jetzt wieder Betreiberverträge überall auf der Welt. Es werden dazu keine Zahlen veröffentlicht. Die paar Zahlen, die man sieht, deuten darauf hin, dass man damit zumindest kein Geld verdient. Ob man welches verliert, ist nicht ganz klar. Aber die Frage ist eben schon, warum die DB eben jetzt S-Bahn in Delhi oder in Kairo bauen sollte und betreibt. Es gibt etwa 30 Venture-Kapitalbeteiligungen, über die die DB so wenig wie möglich öffentlich sagt. Dazu gehören also auch Firmen, die Drohnenflughäfen machen oder so, What Three Words oder so. Können Sie mal nachgucken. Da gibt es also ganz lustige Beteiligungen, die die DB eben hat, wo man sich eben auch fragt, warum macht die DB also Venture-Kapital? Und das dritte ist eben der Busverkehr. Ja, im Busverkehr hat die DB eben auch in den letzten Jahren eine halbe Milliarde verloren. Und zwar eben auch im Wettbewerb zu anderen Firmen, also auch zu Mittelständlern. Ja, und dass man also sagt, wir haben hier eine Gesellschaft, die im Prinzip steuerfinanziert, ich sag mal, sich in den Markt reindampft zu Lasten des Mittelstandes, das ist natürlich auch problematisch. Ja. Und bei DB Cargo steht momentan, ich weiß nicht, ob Sie es in der Presse verfolgt haben, so ja eine Debatte im Raum, auch durch die EU angetrieben. Also DB Cargo hat in den letzten 10 Jahren etwa 4,5 Milliarden Euro an Verlusten gemacht, die der DB-Konzern ausgeglichen hat. Und die EU-Kommission, die jetzt ja schon in Frankreich da also die Schrauben angelegt hat, ist jetzt also auch dabei, das in Deutschland zu machen. Und also eine der Optionen, die da im Raum steht, ist tatsächlich, dass die EU-Kommission einen Teilverkauf erzwingt. Es wird eben gesagt, dass momentan also Bundesregierung, SPD und EVG gemeinsam die EU-Kommission bearbeiten, um das zu verhindern. Aber der Druck ist dort also sicherlich groß und also man muss zumindest die DB Cargo sanieren. Also ich glaube nicht, dass die EU dort ohne weiteres nachgeben wird. Aber DB Cargo ist eben wirklich auch so, dass man sagt, es ist ein schlechtes Unternehmen. Ja? Also, und das liegt nicht an den Mitarbeitern auf der Arbeitsebene, sondern es liegt eben auch am Management, ja, und an Managementprozessen, die nicht funktionieren. Und ich meine, ich hatte ja vorhin schon Schlagwort neoliberal gehört, dass man also sagt, bitte, wenn das ein Unternehmen mit Staatssteuerung nicht hinbekommt,
Da würde ich also sagen, warum können wir nicht den Containerverkehr der DB Cargo eben auch verkaufen? Also unabhängig von dem, ob die EU das jetzt fordert oder nicht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wenn in einem Markt, in dem alle anderen wachsen und Geld verdienen, ein Unternehmen dabei ist, das Geld verliert und schrumpft, ja, ist die Frage, soll man das so eben weiter hinnehmen oder muss man eben irgendwas weiter tun? Und offenbar ist eben auch die Fähigkeit, das zu reformieren, ja sehr begrenzt. Also seit Jahren wird da an Sanierungskonzepten rumgedoktert, die eben auch keine Fortschritte bringen. Vielen Dank. Zwei Personen haben nachgefragt, das passt vielleicht direkt im Anschluss. Wie würden Sie denn konkret die Steuerung von dem ganzen Konzern, von dem ganzen Gebilde verbessern? Also in der Infrastrukturgesellschaft überführen oder Verschlankung, haben Sie gesagt, aber können Sie das noch ein bisschen ausführen? Also ich glaube, das eine ist sicherlich Overhead verschlanken. Das ist jetzt unabhängig von jeder Strukturfrage. Herr Eckert hat im Prinzip gesagt, na gut, wenn man so viel Geld reingibt, will man das auch steuern. Das ist natürlich richtig. Inzwischen haben wir eben einen ganzen Haufen von Abgeordneten, die da eben drin sitzen im Aufsichtsrat. Aber wenn ich mal angucke, wie viele Abgeordnete arbeiten, muss man also sagen, können die diese Aufsichtsfunktion wirklich wahrnehmen? Ja? Und also im Schnitt sitzen zurzeit die Eigentümervertreter im Aufsichtsrat 2,5 Jahre da drin. Ja? Das heißt, nach 2,5 Jahren sind die wieder weg. Ich habe mir wirklich mal über 10 Jahre mir das mal angeguckt. Und in der Zeit kommt man da nicht wirklich rein und gegenüber einem Managementapparat der DB haben sie da überhaupt keine Chance. Ich sage mal so, gucken Sie sich mal an im Detail, was da drin stand in diesen Bonusvereinbarungen. Die sind ja öffentlich geworden. Da merken Sie also, dass sich, wenn der Vorstand rausgeht aus einer Verhandlung im Aufsichtsrat, dass die sich totlachen. Ja? Weil man im Prinzip sagt, der Aufsichtsrat hat gar nicht die Ressourcen, um sich anzugucken, was da überhaupt drin steht und wie er da sozusagen über den Tisch gezogen wird. Und nun ist es halt so, die Frage ist, wen sollte man denn stattdessen nehmen? Ja, also ich habe da jetzt auch keine ganz tolle Idee. Das eine wäre sicherlich, dass man sagt, wir wandeln das in die GmbH um. Dann wären die Durchgriffsrechte des Bundes jedenfalls besser geklärt. Und also die Tatsache, dass also der Eigentümer gar keine Mehrheit hat in seinem Aufsichtsrat. Also das Problem muss man eigentlich sofort abstellen. Und wenn man also sagt, dass dort gegen den Willen des Managements, das ist nicht belegt, aber es wird erzählt, dass dort Vorstände berufen werden gegen den Willen des Eigentümers und gegen den Willen des Managements. Ja, durch eine Kombination von Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat und einzelnen Vertretern der Eigentümerseite. Ich glaube, das kann eigentlich nicht sein. So, also das ist für mich das eine, dass man also sagt, in eine GmbH umwandeln und damit die Steuerung durch den Bund verbessern. Die Frage ist eben, wer sollte da drin sein? Ich bin mir da also nicht ganz sicher. Also eine ganz tolle Lösung habe ich da im Moment noch nicht. Ich glaube, ein Teil der Lösung sollte sein, mehr Transparenz. Zurzeit ist es so, dass die DB also minimalistisch nur veröffentlicht, ihre Zahlen. Es gab ein Verfassungsgerichtsurteil, in dem eigentlich der Bund verpflichtet wurde, mehr Auskunft zu geben über die DB AG. In der letzten Legislaturperiode hat das funktioniert. Dann hat also das Ministerium tatsächlich auch Fragen, da haben dann auch die Grünen sehr viel gefragt. Dann hat man Antwort gegeben. Jetzt ist das wieder eingeschlafen. Jetzt weigert sich das Ministerium wieder Antworten zu geben oder nur in der Geheimschutzstelle. Und also ich glaube, man sollte auf jeden Fall mehr Transparenz vorschreiben, zum Beispiel, dass die Tochtergesellschaften der DB, dass die alle ihre Berichte veröffentlichen müssen. Zurzeit, es gibt sozusagen eine Möglichkeit, dass sie als Tochtergesellschaft sich befreien lassen können. Also der Bericht wird erstellt, aber er wird geheim gehalten. Und wenn man also sagt, nein, diese Befreiung gibt es nicht mehr. Sie müssen alle Berichte veröffentlichen. Das würde also schon mal helfen, um zum Beispiel zu bekommen, wie ist es mit dem Auslandsgeschäft, wie ist es mit dem Venture-Kapitalgeschäft, dass man da nicht auf Spekulationen angewiesen ist, sondern dass man wirklich sagt, wir kriegen die Fakten im Bundesanzeiger, dass man sagt, macht die DB Gewinn oder Verlust? Also Transparenz würde auf jeden Fall helfen. Und die spannende Frage ist natürlich, wer sollte im Kern die DB steuern? Wie gesagt, mit der heutigen Lösung Ministeriale plus Abgeordnete bin ich also nicht ganz glücklich. Man muss eben sagen, die vorherige Lösung, dass man sagt, man nimmt so scheinbar unabhängige Wirtschaftsvertreter, war auch nicht so dolle. Wobei, da muss man eben sagen, das waren auch die alten Friends of Gerhard, die sozusagen den Mehl-Börsengang-Kurs stützen sollten, die da lange drin saßen. Also ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, was da die richtige Lösung ist. Ich glaube, das ist einer der Punkte, über die man auch nochmal diskutieren muss. Aber zwei Punkte sind für mich auf jeden Fall Umwandlung in der GmbH und eben höhere Transparenzanforderungen. Vielen Dank.
Also von diesem nicht reinschauen können und nicht überblicken können, kann ich ein Lied singen, auch als Landtagsabgeordneter. Wir haben ja auch eine bayerische Eisenbahngesellschaft, in der sehr, sehr viele gute, tüchtige, auch kommunikative Leute sind, von ganz oben bis ganz unten. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich als Abgeordneter Fragen habe, das ist echt schwierig, vor allem wenn es kritische Fragen sind oder detaillierte Fragen, dann da durchzublicken. Und ich gebe mir wirklich Mühe, aber es ist nach wie vor in vielen Bereichen eine Blackbox. Und es geht schon im Ministerium bei uns in Bayern damit los, dass ich kein vollständiges Organigramm bekomme von diesem Haus, um zu sehen, wer ist für was zuständig, und ich keinen direkt fragen kann, der sich da auskennt. Weil wenn ihr dann nicht, also off record sozusagen, dann heißt es ja, bitte Anfrage an die Hausspitze, und dann kriege ich irgendeine Larifari, null Antwort. Also das ist, Bund kann ich nicht beurteilen, aber bei der DB, ich hatte dieses zweifelhafte Vergnügen, im Untersuchungsausschuss zur zweiten Stammstrecke des Bayerischen Landtags zu sitzen. Da hatten wir natürlich die DB da, freundliche Herren, die, und glaube Dame auch, die uns Rede und Antwort gestanden haben. Aber wenn es dann konkret wird, was ist im Aufsichtsrat, was ist da passiert, was ist in der Sitzung am so und so vielten passiert, was haben Sie beschlossen? Nicht. Geht nichts, ist Geschäftsgeheimnis, Firma. Und das kann es ja echt nicht sein. Also nicht mal in einem Untersuchungsausschuss. Teilweise nicht mal nicht öffentlich, nicht möglich. Also das ist ein Unding, aber ich will nicht schon wieder ins Reden kommen. Der Leon wäre jetzt dran, weil er gesagt hat, er klingt sich bei der Strukturthema, beim Steuerungsthema ein. Es kam nur noch eine Nachfrage, die so gut passt. Aus gewerkschaftlicher Sicht eine ketzerische Frage, aber ich gebe sie ja auch nur weiter, ich mache sie mir nicht zu eigen, aber interessieren wird es mich sehr. Was sagen Sie zu der Idee, dass man die DB Cargo einfach komplett von der Steuerung der Politik befreit? Siehe DHL Post, kam gerade noch rein. Und dann der Leon. Ja, also wie gesagt, ich persönlich bin schon, auch wenn ich mich hier vielleicht dann unbeliebt mache, ich bin ja schon ein Freund auch eines schlanken Staates, ja. Und ich meine, es gibt viele Dinge, dazu gehört für mich die Infrastruktur, die selbstverständlich staatlich sein müssen. So steht es bei der Eisenbahn ja auch im Grundgesetz, ohne Wenn und Aber. Wie gesagt, bei der DB Cargo ist es in der Tat so, dass man sagt, sie hat heute so schlechte Prozesse, dass man sagt, vielleicht kann das ein Privater besser, ja. Und also die 10 Jahre, die man jetzt versucht hat, sie ergebnislos zu sanieren, sind vielleicht schon auch ein Indikator dafür, dass man sagt, in diesen Strukturen geht es eben nicht. Nun ist es so, wenn man das in einem Block macht, ist es so groß, dass vermutlich sich niemand trauen wird, das zu übernehmen. Sie braucht noch ein Management-Team dafür. Und wie gesagt, das, ich glaube, der Fisch stinkt vom Kopf her. Und die Frage ist eben, wäre es dann gegebenenfalls sinnvoller, das Ganze in Einzelblöcken zu verkaufen? Also ich hätte eine gewisse Sympathie dafür. Wie gesagt, muss man sich alles nochmal immer vertieft angucken, was es da an Aspekten gibt. Ich weiß nicht, Sie haben auch vielleicht jetzt die Diskussion bekommen beim Schenker-Verkauf, dass man sagt, ist das möglicherweise verteidigungsmäßig relevant oder sowas. Aber ich glaube, es wäre eine Alternative, die man sich anschauen sollte, dass man sagt, ist es vielleicht besser, das zu verkaufen. Und wie gesagt, die Sparten für den kombinierten Verkehr und für den Ganzzugverkehr, die wären sicherlich auch ohne weiteres verkauft. Bei Einzelwagenverkehr müsste man überlegen, also mir schwebt da sowas Ähnliches vor wie Ausschreibungen im Regionalverkehr, ob das dann effizienter gemacht werden könnte. Aber also ich glaube, es wäre wert, sich diese Alternative auf jeden Fall anzuschauen. Und wie gesagt, was Sie sehen können, ist, insgesamt hat der Schienengüterverkehr in den letzten 10 Jahren, ich weiß nicht, um etwa 30% zugelegt von der Verkehrsleistung her. Die DB Cargo hat in Deutschland in dieser Zeit 25% ihres Volumens verloren. Und wie gesagt, die Frage ist eben, traut man es zu, in dieser Struktur oder mit dem heutigen Reformwillen, den die Organisation hat, dass man da wirklich also eine Wende hinbekommt? Und ja, ich habe da schon meine Zweifel. Vielen Dank. Jetzt bitte Leon. Ja, vielen Dank. Ich möchte nochmal von der Kontrollseite sozusagen des Parlaments eingehen, weil es ja eigentlich auch eine spannende Perspektive. Ich hatte ja bei meinem kleinen Impuls am Anfang schon gesagt, wenn man sehr viel Geld investiert, dann muss es gut kontrolliert werden. Und wir haben halt bei der Deutschen Bahn ja mehr gehört, so eine besondere Konstruktion, dass wir ja nicht ganz reingucken können, sondern die Eigentumssteuerung von der Regierung ausgeübt wird, also vom Bundesverkehrsministerium und Finanzministerium. Und da habe ich mir jetzt ein paar Punkte nochmal aufgeschrieben, die wir auch im Rechnungshof
mit dem Rechnungshof zusammen bearbeiten und wird dann auch nochmal meine Meinung zur Steuerungsänderung geben. Also einmal die Frage, bessere Kontrollrechte. Der große Knackpunkt ist, dass es ja nur eine Holding ist und der Aufsichtsrat der Holding, auf den kann man noch gut zugreifen, aber sobald es dann in die unteren Gesellschaften geht, dann versteckt man sich sozusagen da drin. Das ist vom Kontrollieren total schwierig und das wird auch die ganze Zeit bemängelt. Und gleichzeitig kommen dann eben auch diese Effekte zustande, dass was in der Binnenlogik einer Tochter sinnvoll ist, kann für den Gesamtkonzern Blödsinn sein. Siehe die Einstellung des Winterdienstes durch Teile der Bahn, weil es eben für die Sanierung oder für das Betriebsergebnis einzelner Teile der Bahn sinnvoll war. Oder auch die Aufnahme des Privatstromgeschäftes durch eine Tochter, die angefangen hat, Privatkunden mit Strom zu beliefern. Das ist natürlich nicht im Sinne der Gesamtbahn, aber war wahrscheinlich in der Logik der Tochter ein interessantes Geschäftsfeld. Diese Verschachtelung und diese Schwierigkeit des Zugriffs, da kommen dann noch ein paar Zusatzeffekte. Jetzt will ich das nicht bewerten, wie die Abstimmungsverhältnisse im Aufsichtsrat sind, weil ich das auch nicht kenne, aber es gibt schon Berichte, die auch öffentlich sind, über Interessenskollisionen von Beamten, die eben auf der einen Seite im Ministerium für die Finanzierungssachen zuständig waren und gleichzeitig im Aufsichtsrat sitzen, also derjenige, der über die Geldmittel im Regierungsentwurf entschieden hat, saß gleichzeitig im Aufsichtsrat. Und das sind natürlich schwierige Interessenskonflikten, wenn man nicht genau weiß, wo da ja, aus welcher Sicht dann entschieden wird in den jeweiligen Rollen. Und ich glaube, diese überlagernden Effekte, also Interessenskonflikte im Aufsichtsrat plus die schwierigen Durchgreifrechte und dann auch die schwierige parlamentarische Kontrolle dadurch, die lassen schon aus meiner Sicht zu, dass man grundsätzlich nochmal über einen Rechtsformwechsel debattiert, wie zum Beispiel eine GmbH, um einfach den Zugriff zu verbessern, weil unser grünes Ziel ja schon ist, jetzt erstmal mit der Deutschen Bahn so, also im Staatsbesitz weiterzumachen und sie nicht zu verkaufen. Dann wollte ich noch zwei Punkte sagen, die angeklungen sind zur Steuerung, die auch im Vortrag kamen. Einmal die Frage nach der Fehlerkultur. Ich glaube, die ist in unserer gesamten Gesellschaft wahrscheinlich notwendig, aber auch in der Deutschen Bahn. Also Projekte, deren Erfüllungsdaten sozusagen weiterhin nach außen öffentlich als erfüllbar dargestellt werden, obwohl man schon längst starke Indizien hat, dass Projekte so nicht klappen werden. Das ist aus meiner Sicht noch Usus bei der Bahn. Dafür gibt es auch viele Berichte, die genau diesen Schluss leiten lassen. Und es führt eben dazu, dass dann Projekte teurer werden oder Alternativen auch verunmöglicht werden, weil wenn man Verkehr über andere Routen länger laufen lassen muss oder das anders organisieren muss und damit zu spät beginnt, dann hat man sich da selber die Probleme geschaffen, weil man eben die Illusion behalten wollte, man schafft alles. Also eine bessere Fehlerkultur wäre da wahrscheinlich wirklich sinnvoll, um besser zu werden. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, die Frage nach dem Steuermittelverwendungsnachweis. Also es ist so, dass in den Verhandlungen zwischen dem Ministerium und der Bahn die Bahn deutlich mehr Ressourcen oft einsetzt, um Verhandlungen zu führen. Das ist nicht im Sinne oder nicht immer im Sinne des Ministeriums und der Eigentümer, wenn die Bahn einfach besser umgehen kann. Und es gibt lange, lange Konflikte, wie die Projekte kontrolliert werden müssen, wie groß Stichproben des Verwendungsnachweises sein soll in den Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen. Und da sieht man eigentlich ganz gut, dass wir einen Fehlanreiz haben, weil die Bahn ja eigentlich uns gehört und trotzdem sich weigert, sich kontrollieren zu lassen. Und ich glaube, den müsste man ernster nehmen. Da kann auch ein Rechtswechsel meiner Meinung nach zumindest ein Ansatz sein, da besser ranzukommen. Wir verhandeln ja auch die neuen Leistungsfinanzierungsvereinbarungen. Da sind jetzt schon Learnings drin, aber ich glaube, dass es so schnell da auch keinen Wechsel gibt. Und dann vielleicht noch zum Infrastrukturbericht. Der Infrastrukturbericht wurde ja angesprochen als zu schmal und zu schön.
Das Spannende am Infrastrukturbericht finde ich ist, dass es auch da schon eine lange, lange Konflikt darüber gibt, wie der auszusehen hat. Und das eigentlich schön widerspiegelt, diese Kritik und Fehlerkultur in der Bahn. Ja. Jetzt ziehe ich den Strich. Sie sehen, es gibt lange, lange und viele Konflikte und Punkte, die aufgezählt worden sind, die alle im Rechnungsprüfungsausschuss drin waren. Wieso ist es dann da nicht besser geworden? Ja. Und das ist für mich ein klares Indiz, dass wir im jetzigen System Schwierigkeiten haben, tatsächlich Learnings zu implementieren. Auf jeden Fall schnell zu implementieren. Und das wäre auf jeden Fall ein Indiz für mich, nochmal grundsätzlich ranzugehen. Ja, also wir haben das leider nicht nur bei der Schiene, sondern auch insbesondere bei der Straße. Da sind die Vorgänge zum Teil noch viel länger im Rechnungsprüfungsausschuss. Aber gerade bei der Bahn sieht man, würde ich sagen, verdichten sich die Indizien dazu, dass es da Strukturen gibt, die grundsätzlich nochmal angeguckt werden müssen und nicht im Betrieb verändert werden können. Ja. Gut. Ja. Dann vielen Dank, Leon, für deinen Beitrag und die Ergänzungen und Einschätzungen. Wir haben normalerweise in meiner Webinarreihe, die jetzt schon sehr, sehr viele Webinare hatte, immer 60 Minuten gehabt, recht stur, so Vorabendprogramm. Heute haben wir es ja ausgeweitet, weil wir zwei Webinare, die am selben Tag hätten sein sollen, zusammengelegt haben. Das weiß wahrscheinlich nicht jeder, deswegen haben wir heute mal 90 Minuten. Wir sollten deswegen aber jetzt nicht zu sehr überziehen. Wir haben ein paar Minuten verspätet angefangen wegen dem S-Bahn-Durcheinander, das mich heute getroffen hat. Insofern würde ich sagen, machen wir noch so 6, 7, 8 Minuten. Ich hätte noch zwei, also es sind noch etliche Fragen, aber ich hätte zwei noch herausgegriffen. Bitte all diejenigen, deren Frage jetzt nicht oder nur so mit dazu gemanscht dran gekommen ist, um Nachsicht. Es waren doch ganz schön viele, aber zwei hätte ich noch. Vielleicht kriegen wir die hin, ich stelle sie ganz kurz und vielleicht geht eine knappe Antwort und dann sind wir gut in der Zeit. Die Frage eins wäre, die kommt im Übrigen unter anderem von Eike Halitzke, den ich herzlich begrüße, seinem ehemaligen bayerischen Landesvorsitzenden der Grünen und ehemaligen Landtagsabgeordneten. Er und andere haben gefragt, wie würde denn bei einem Schienenpersonennahverkehr in dem Bereich aus Ihrer Sicht, Herr Professor Böttger, ein reformiertes Marktmodell aussehen können? Geht es dann in die Richtung, dass wie es manche Bundesländer machen, dass sie Lokomotiven kaufen und vergießen an die Wettbewerber oder ganz was anderes? Wie stellen Sie sich das vor? Gerade für uns landespolitisch Tätige natürlich eine spannende Frage. Also ich glaube, dieses Thema Fahrzeugbeschaffung, das hat ein paar Vorteile, ein paar Nachteile, die vielleicht auch erst über die Zeit sichtbar werden. Momentan sehe ich also nicht einen ganz, ganz entscheidenden Vorteil. Man kann relativ schnell Betreiber wechseln, das ist der Vorteil, nicht? Ob es billiger ist, wird sich noch zeigen. Aber da habe ich also auch noch nie eine ordentliche Auswertung zu gesehen. Ich glaube, das, was man auf jeden Fall ändern muss, ist, dass man eine Chance gibt, eben realistisch Kostenerhöhungen eben weitergehen zu können. Und gerade wenn man sagt, wir haben Kostenerhöhungen, die nicht planbar sind, wie jetzt Energiekosten oder Lokführerkosten, dass man die weitergibt. Und das Zweite ist, dass man eben sagt, wir brauchen eine Lösung für das Thema Infrastrukturmängel. Es kann nicht sein, dass wenn die DB kurzfristig sagt, wir sperren eine Strecke, dass dann die Zusatzkosten dafür bei einem privaten Betreiber landen. Ja, also zum Zweiten ist es so, dass der Betreiber diese Kosten nicht weitergeben kann. Also es gibt sozusagen keine Qualitätshaftung, wie man sie sonst aus dem BGB kennt, der DB Netz oder jetzt der InfraGo gegenüber den Betreibern. Das heißt also, die Betreiber bleiben darauf sitzen, während also dann sozusagen das Land sagt, ja, ihr seid nicht gefahren, jetzt müsst ihr halt bezahlen. Das kann aus meiner Sicht nicht sein. Ja? Und das muss man eben sich überlegen. Das andere ist schon, es gibt natürlich schon so ein paar kooperative Sachen. Ich habe es war gerade am Rand mit einem Verkehrsvertrag mal beschäftigt. Da hatte das Land jetzt im Prinzip gesagt, na gut, und wenn der Betreiber nicht performt, also die wichtigste Maßnahme war, dass man gesagt hat, alle 4 Wochen muss der Geschäftsführer antreten und muss sich dann also in Anwesenheit der Medien vom Minister verprügeln lassen. Und jetzt, wo man also sagt, es wird eben nicht besser und der Personalmangel wird immer größer, das Einzige, was denen einfällt, ist, jetzt gehen wir auf einen 2-Wochen-Takt. Ja, also damit kann ich auf die Dauer eben nicht arbeiten, wenn ich weiß, ich habe eben dauerhaft Personalmangel. Also da gibt es noch ein paar kleinere Dinge, über die man auch mal nachdenken muss. Aber aus meiner Sicht, das Wichtigste ist eben schon, dass man eben sagt, wir brauchen irgendwelche Kostenanpassungsmechanismen und wir brauchen eben irgendwas zur Regelung der Infrastrukturqualität.
Das kann also nicht sein, dass das die Privaten tragen. Und ich meine, die Privaten laufen uns eben davon. Ja? Also Sie sehen jetzt, Go Ahead ist verkauft worden. Wie gesagt, Keolis ist weg, Abellio ist weg, der Metronom hört auf. Ja? Sie sehen, dass also wir niemanden mehr finden, der bereit ist, das zu machen. Und wenn es nachher ohne Wettbewerb geht, wenn nur noch ein Anbieter da ist, dann wird er auch wieder flotte Preise nehmen. Aber das kann eben dann auch nicht die Lösung sein in diesem Marktmodell. Aber ich glaube, das sind die Grundüberlegungen, in die es also hingehen muss. Und Fahrzeugfinanzierung, wie gesagt, würde ich nochmal abwarten. Aber wie gesagt, vielleicht, da muss man mal tiefer reingucken. Also ich sehe momentan keine klaren Argumente für das eine oder andere. Ja, vielen Dank, sehr interessant. Jetzt war ich so unverschämt, ein paar Minuten Überziehungszeit anzukündigen, ohne Sie zu fragen, Herr Professor Böttger, ob Sie denn überhaupt noch 5 Minuten haben. Ja, ich sitze ein bisschen auf Co., aber kriegen wir hin, 5 Minuten, genau. Gut, dann überlasse ich die Antwortlänge ganz Ihnen und Sie können während meiner Abmoderation dann schon raus, wenn Sie los müssen. Mein freundlicher Mitarbeiter hat mir gerade geschrieben, dass ich da ein bisschen frech viel versprochen habe. Die letzte Frage wäre, das ist vielleicht gut so als Ausblick und zum Abbinden. Sie haben ja ganz viele Problemfelder aufgezeigt und auch in der Präsentation aufgelistet gehabt. Was ist denn vielleicht die allerwichtigste, mit der man auch wirklich einigermaßen kurzfristig einen echten Erfolg und eine echte Verbesserung hinkriegt oder die wichtigsten 1, 2, 3 oder so? Mit was würden Sie denn anfangen, wenn Sie es jetzt entscheiden dürften? Also ich sage mal, der Kampf für mehr Geld ist immer richtig und notwendig. Der Kampf für Regelwerke mehr in Richtung öffentlicher Verkehr ist immer gut und richtig. Also den sollte man auch nie vergessen. Das Dritte ist also auch gegen Nimbyismus oder wie gehen wir mit Nimbyismus um? Das sind sicherlich drei größere Punkte. Ich glaube, kurzfristig, wenn man sagt, wir müssen mit der Kapazität leben, die wir haben und wir müssen realistisch sein an dem Punkt, glaube ich, dass es gut wäre, wenn man irgendwie mal in einer konzertierten Aktion sehen könnte, lass uns mal wirklich zusammenstellen, was sind diese ganzen Regeln, die letzten Jahre dazugekommen sind, was sind die Regeln, die härter sind als in der Schweiz oder in Österreich oder härter sind als in der Luftfahrt. Und die alle mal anzugucken und zu sehen, was können wir da an Regelwerken entschlacken und damit die Eisenbahn besser machen. Also das ist fast das Einzige, wo ich eine Hoffnung habe. Das sind Dinge, die kein Geld kosten, wo man eben nur eine politische Bereitschaft braucht. Aber ich glaube, wenn man dann nicht so, also wenn man einzeln rangeht an so einzelne Punkte, dann holt man sich immer wieder auch Misserfolge, wenn muss man das wirklich auch, ich glaube, als größeres Programm irgendwo mal auflegen, um da auch so eine gewisse Dynamik reinzubringen. Und da werbe ich gerade ein bisschen dafür. Ja, fein. Vielen herzlichen Dank. Sie können gerne gleich ausmachen, wenn Sie los wollen. Ich sage aber nochmal ein herzliches Dankeschön an Ihre Zeit, die Sie und an Ihre schnelle Zusage, die Sie auch gemacht haben bei unserer Überlegung im Team. Wer könnte uns denn möglichst qualifiziert Informationen auch aus wissenschaftlicher Seite geben? Und haben Sie gefragt und sofort eine Zusage bekommen. Sehr, sehr toll. Freut mich sehr. Hatten ja deutlich über 100 Anmeldungen. Viele melden sich auch an, weil sie wissen, sie kriegen dann auch die Aufzeichnung, wie alle angemeldeten und auch die Unterlagen dann drüber serviert in ein paar Tagen. So wird es auch diesmal sein. Vielen herzlichen Dank für die Diskussion. Sehr viele Impulse, die ich mitnehme, auch das mit der Diskussionskultur hat mich persönlich sehr angesprochen. Auch das ist ein Grund gewesen bei der Überlegungen, nicht nur Grüne reden zu lassen, was Grüne denken, sondern auch von außen eben viel Input reinzuholen. Aber bei allen Webinaren bisher so, oder bei den meisten Webinaren bisher so gemacht. Und ich glaube, das war auch diesmal wieder sehr bereichernd. Auch wenn wir sicherlich jetzt nicht alle Punkte teilen würden, also schlanker Staat oder so, bin ich jetzt zum Beispiel nicht so der Fan, dann sind wir Grüne auch nicht so der Fan. Aber deswegen reden wir drüber, um gemeinsam zu schauen, wo sind die besten Lösungsansätze und wie kommen wir gemeinsam am besten voran. Das ist ja der Kern einer Diskussion, die man gemeinsam führen will. Also insofern, ich bin sehr begeistert von diesem regen Austausch, den wir hier hatten. Ich danke Ihnen, ich danke Jamila, ich danke Leon und natürlich am allermeisten meinem